So, und jetzt möchte ich etwas entlarven. Und zwar heißt es ja immer, dass Männer gut lügen können. Wer von den Männern hier im Raum kennt diese Aussage? Herr Seitz da oben! Ah ja, Schober! Herr Seitz, sitzt hier im Publikum. Aber ich habe gehört, Sie können auch gut lügen. Deswegen bitte ich Sie jetzt einen großen Applaus für Sie! So. Jetzt habe ich mal eine Frage an Sie. Wie alt sind Sie? Ist das noch live? Jetzt ist live. Ich bin 7 Jahre alt. Und ich kann sagen, das war eine Lüge! Nein, aber ich werde das heute entlarven und zwar mit einem gewissen Kunststück und zwar mit 3 Bechern und einem Nagel. Es wird gefährlich hier im Raum, aber ich will dich entlarven. Deswegen kriegst du jetzt gleich die Aufgabe von mir, diese 3 Becher über die Nägel zu stülpen und vertausch die Platten. Ich drehe mich weg, ich will gar nichts davon wissen. Und wenn Sie soweit sind und alle an richtigen Ort sind, dort wo Sie wollen, tippen Sie mir einfach auf die Schulter. Perfekt. Sie wissen, wo sich der Nagel befindet? Ich auch nicht. Aber ich werde Ihnen jetzt immer ein paar Fragen stellen und Sie beantworten aber immer bitte mit Nein. Haben Sie das verstanden? Ich wiederhole es einfach nochmal. Also, ich werde gleich immer irgendeine Frage stellen und Sie beantworten bitte immer mit Nein. Haben Sie es jetzt verstanden? Egal, wir lassen es. Wir fangen einfach an. So. Und zwar befindet sich hier der Nagel. Befindet sich hier der Nagel? Was ist mit dir? Er ist gut. Er ist verdammt gut. Okay. Hier befindet sich kein Nagel. Dann schlage ich hier einmal drauf. 50-50 Chance. Wir ändern einfach mal die Antwort auf Ja. Haben Sie es jetzt verstanden? Ja. Perfekt. Gut. Kann ich hier draufschlagen? Hier kann ich draufschlagen. Und hier auch. Wollen Sie, dass ich auf diesem Becher hier ganz rechts draufschlage, von mir aus gesehen? Perfekt, dann mache ich das jetzt. Auf 3, 1, 2. Wollen Sie das wirklich? Dann mache ich das. 1, 2. Hey, da ist kein Nagel. Das heißt, sie haben gelogen. Ich habe dich entlarvt und hier befindet sich der Nagel. Er ist spitz. Könnte meine Hand zerstören, aber es ist dein Applaus. Dankeschön.